Oh, Landungsschiffe der Separatisten. Die denn da? So eine Sänfte einfach für Newt Gunway heißt der Knall. Ja. Jetzt kommt die beste Figur überhaupt. Oh, guck mal, und hier ist der Planet nicht aus Lego. Ach komm, die Stimme finde ich gut. Die Stimme finde ich gut. Mixer sein Jar Jar Binks. Kyberkristall. Aber ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich hier auf einem Planeten. Ja, wir werden hier alles... Oh. Oh. Ich bin mit der Störung... Die geht mir echt auf ein bisschen auf den Keks, wenn ich das so sagen darf. Oh. Okay. Ist das richtig so? Aber der war da. Ich dachte, der war hier. So, jetzt hebt mal die Kacke an. So, komm. So. Oh, dann muss das da... Oh, ist mir eigentlich egal. Kann ich auch darauf packen. Das ist mir eigentlich gleich. So, komm her. Okay, that's good. Okay, that's good. Oh. Komm damit irgendwie noch nicht so klar. Jetzt hebt das doch an. So. Okay. Okay. Nein! Hä, wieso konnte das eine da drauf und das hier nicht? Okay, jetzt mal ganz ruhig hier, so. Hä? Wie setze ich das hier drauf? Warum ging das eine und das hier nicht? Das will nicht. Ich glaube aber, ich soll auch nicht los. Muss ich vielleicht irgendwas anderes drücken? So Y oder X? Was habe ich denn vorhin gedrückt? Ich glaube, ich habe einfach nur runtergedrückt und dann war das drauf. Ja, natürlich passt das auch nicht drauf. Vielleicht muss ich das auch gerade drauf packen. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ah. Okay. Oh. Kaiba. Stein im Laub. Mit der Verbesserungsmenü, um deine Holoprojekte aus und deinen Kaiba-Kristall neue Fähigkeiten zu kaufen. Was? Paonga-See. Okay. Was? Greater Javin? Was? Oh, Mitglied des Ordens des... Das ist ja cool. Also ja, ich habe ja Ahnung, wer das ist. Guck mal, da können wir uns angucken, wer das ist. Obi-Wan Kenobi ist immer noch ein Padawan-Schüler, zeigt aber ein ausgeprägtes Verständnis der Macht und sein sehr geschickt mit dem Lichtschwert. Okay, Sternenschiffe. Verbesserungen. Also viel ich weiß, können wir halt Wucht der Macht. Angriffe durch Gegenstände mit Hilfe der Macht geworfen werden, richten mehr Schaden an. Erfolgreicher Konter wird stärker und fügen nahen Feind Schaden zu. Also ja, wir können halt leveln. Das weiß ich. Warum hat Kopfgeldjäger eigentlich das Symbol der Mandalorianer? Das finde ich aber nicht so schön. Astromech-Protokoll ist alleine. Ich glaube, das ist das Logo des Sith, ne? Bösewicht, das ist Imperium. Ja, Schwuck ist einfach... Okay, Schatzsammeln ist okay. Held. Held ist Republik. Jedi ist Jedi-Orden. Nee, doch, nee, das ist Logo des Rebellen, Entschuldigung, oder? Ja, doch, nee, doch, nee, Republik war anders, nee, doch. Okay, neue Verbesserung verfügt, nein, will ich nicht. Ich will ja erstmal mich umgucken. Ja, ich sag mal, grafisch ist es jetzt hier halt nicht so die Bombe, nach dem, was ich bei den anderen gesehen habe, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Hallo, mein Guter. Wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber Entschuldigung bitte. Das würde sein Otogunga, eine verborgene Stadt. Eine Gangang City war das. Hier entlang. Kommen. Also sie sagen auf jeden Fall, das ist wirklich ein Zitat, aber das aber die Stadt heißt aber anders. Aber ich euch warnen muss, die Gungans. Muss Fremdlinge also nicht herzlichen Empfang erwarten. Keine Sorge, das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänge.
Ja, also ich sag mal, es wird sich bemüht, dass es halt sehr ähnlich klingt wie im Film. Also es ist wie gesagt derselbe Text, ja. Falls sich jetzt jemand fragt, ja, ich kenne die Texte. Ach, das bringt mich immer wieder um. Ich kenne die Texte sehr gut. Ich habe die Hörspiele mega oft gehört, deswegen kenne ich die Großteil sehr, also davon sehr viel. Warte mal. Ja, komm, wir laufen einfach mal weiter. Also dieses auf 100% sein mache ich ja sowieso immer so ein bisschen später. Obwohl, da ist Dakota City gesagt, ne? Ich glaube, das ist schon richtig. Was war das denn? Meine Nase pfeift. Was, etwa Hilfe? Dann schau die Hinweise. Nee. General Grievous. Hä? Die können das doch mal langsamer zeigen. Oh. Okay, Judger mit dem Treffen mit Boss Ness. Hey ho, hallo, Captain Tarpitz. Mich sie wieder da? Nicht schon wieder, Judger. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken in großes Kacker diesmal. Wie frech. Willst du uns vielleicht etwas sagen, Judger? Alles wie frech ist doch woanders. Blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt wie etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Ja. Ich sagte, kein Verstand. Ich glaube, das sagt er aber so nicht im Film, ne? Sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jaja, tollpatsch. Er gecrasht. Hey, blibla, bongo von die Boss. Ich hab's gesagt. Das war versehen. Ja. Das ist nicht im Film. Versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer fangen. Hm. Ist das jetzt Canon? Was mit dir denn? Gungans seien furchtlose Krieger. Wir sie kämpfen um unser Zuhause tapfer und ohne Angst. Aber nicht alle Gungans so sein. Haben ihr sie schon Jar Jar getroffen? Ja. Hallo, hier spricht ein Bot und liest den Text von Derolo Iji, der Hallo SSG in Will oder Butterbrot. Keine Ahnung, kann seine Sorklau nicht lesen. Kann er wirklich nicht lesen, der hat irgendeinen Schwachsinn gesagt. Willkommen Luigi, na, alles klar. Was mit meiner Nase? Die ist voll komisch zu. Ich muss sagen, ich habe die auch irgendwie entzündet. Naja. Was? Ja, ja, ich folge ihm. Ich stehe direkt daneben. Muss ich hier durch oder so? Oh. Anheben. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Warum ist die Spursteuerung nicht spiegelverkehrt? Ich glaube, warte mal, ich schalte die um. Ich weiß, das ist ein bisschen kacke mit der Kamerasteuerung, aber dann ist das so. Aber das funktioniert so halt nicht. Ach, guck mal, man kann das auch weglassen. Wenn die Aktion Standard sorgt für gesund, dass die Gesundheit des Charakters sich an zum Gesundheit wiederherstellen, Verbesserung, deine Holoprojektor kannst du diese Funktion noch aktiver machen. Ja, nee, dann lasse ich das. Hinweise immer an. Mhm. Spieldatenanalyse sammelt Analytics Informationen. Nein. Information angedrückt. Das ist sehr. Ja, interessant alles. Ja, so es läuft. Schade, dass das mit der Kamerasteuerung verknüpft ist, nur. Gut. Dann los, Charger. Hä? Achso. Ja, jetzt ist die Steuerung kacke. Jetzt ist hier die Steuerung kacke. Ach Mann, ist doch schade. Wie kann man mein Inventar Kamerasteuerung spielen? Was? Inventiert der Kamerasteuerung? Ich weiß es nicht. Ich brauche, also wenn ich die Kamera spiele, muss die, wenn ich jetzt hier nach rechts klicke, möchte ich bitte nach links gucken. Ich weiß nicht, ich habe es mir irgendwie ange... besonders, ich glaube, Wind Waker hat das ja auch zum Beispiel. Ich habe ja gestern Wind Waker gespielt und da ist die Kamerasteuerung auch so. Upi, Upi! Oder kein Gobberfisch mehr. Die Frage mich halten wach jedes Nacht. Was ist mit denen falsch, ey? Hupi, hupi.
Ich wusste gar nicht, dass das ein Fisch ist. Ich kenne nur die Währung, Rupi. So. Ja, wir müssen... Ach, aber jetzt nur für die Machtfähig? Das ist doch echt nervig, ne? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ja, weiter. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wirse die Naboo nicht mögen. Oh, den sollte es mal als Lego-Figur geben. Ihhh. Wirse euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durch Planetenkern. Nun gehen. Hä? Er bekommt Bestrafung. Ich habe ihn gerettet, deswegen steht er in meiner Lebensschuld. Binks! Was sagte der da nochmal? Das Stimmen von diesen Hiesen hier? Ja. Und dann fängt er wieder an mit seinem. Hinfort mit ihm. So, da fehlt voll... Boah, vieles wird hier erweitert und vieles wird hier total verkürzt. Das ist voll schade. Au. Hä? Ich würde den Schalter gerne aktivieren. Hallo. Achso, kann... Doch, geht. Das ist cool. Ich kann so nicht spielen, das geht nicht. Wieso kann ich denn... Wieso ist denn die Macht mit der Kamera gekoppelt? Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Da, so viel besser. Okay, wir brauchen einen Astromech-Droiden anscheinend. Ich weiß auch nicht, wieso ich so steuere. Ich habe das letzte, als ich hier Star Wars Jedi Fallen Order gespielt habe, musste ich die Steuerung so machen. Da habe ich doch schon so lange überlegt, hä, was ist. Irgendwie fühlt sich das falsch an, aber auch irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Achso, okay. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Mission ist oder... Hä? Ach, ich muss da so... Hä? Muss ich... Komm... Hä? Ach, da. Da kann ich jetzt Jar Jar spielen? Ja! Okay, und er kann hier auch hochspringen? Kann er... Ja, er kann die Zunge rausstrecken. Er hat einen Stab! Jetzt ist er weg. Wo muss ich hier mal hin? Ich bin voll verwirrt. Das Spiel verwirrt mich total. So, kann ich mit dem Vieh reiten? Ja, das geht auch. Oh, kommt schon mal die Störung an. Ja. Hä? So, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Da muss ich hin. Und dann hier hoch, oder wie? Oh Gott. Ja, was ist das denn hier? Komme ich hier auch irgendwie rein? Sachen ganz sicher in diese Kiste. Aber Michse haben Passwort vergessen. Michse muy vergessenlich. Daher Michse fragen Rebellenfreund aufzuschreiben Passwort. Sein Haus sei Michse das auch vergessen. Irgendwo in Stadt, mich zu glauben. Ja, du hast ja das Schlossterminal gefunden. Besorg das Passwort in den Zug ins Schloss. Okay. Irgendwie wirken die alle ein bisschen komischer, als ich dachte. Und ich verstehe nicht, warum der Rebell sagt. Ist das wirklich doch vielleicht doch angedacht, halt, dass man das nach... Also doch erst Episode 4 bis 6 spielt? Oh Gott, was steht jetzt hier? Was ist das denn hier? Was ist denn, wenn ich die Figur... Oh. Okay. ich hoffe, Jar Jar findet es alleine hier wieder hoch. Okay, also ich kann hier nicht runterfallen. Das ist schon mal sehr interessant gestaltet.
Waren durch das Planetenkern? Böse Nummer. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge. Er wird nicht lenken. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur mich. Okay. Also er muss das machen. Aber wie ist das Spiel bis jetzt? Kannst du es bis jetzt empfehlen? Ich finde es bis jetzt eigenartig. Es ist halt sehr, weiß ich nicht, es ist halt anders als die anderen Spiele. Du hast auch nicht dieses, was mich bis jetzt stört, ist erstmal, dass man, also erstmal, Entschuldigung, wenn ich sage, was mich als stört, das macht man eigentlich nicht, aber ich sag's jetzt mal, dass man am Anfang entscheiden kann, welche Episode man anfängt. Mich hat das total irritiert, weil Episode 4 als erstes so vorkam. Ich habe jetzt auch mit Episode 1 gestartet, weil ich bedenke, ja, wir spielen das jetzt hier in so einer Story. Also man merkt, hier sind sehr viele Details drin und so. Aber irgendwie ist halt, ich fand die Level zum Beispiel, es ist nicht so wie bei den anderen Lego-Spielen, dass du halt trotzdem irgendwie so einen Faden hast, sondern es ist halt, du kannst halt laufen, wie du willst. Es sind so viele versteckte Wege und sowas. Das überfordert mich tatsächlich ein bisschen. Es ist halt, ich sag mal, wenn man Open Worlds mag und wenn man, ich glaube, wenn ich diesen Faktor mal so ein bisschen mehr im Kopf behalte, ich glaube, könnte das echt cool sein. Bis jetzt würde ich auch eher empfehlen, das halt auf einer anderen Konsole zu spielen. Es ist auf der Switch jetzt nicht schlecht. Hä? Der Fisch schwamm hier durch. Also ja klar, hier ist auch Wasser und so, aber wir sind jetzt gerade nicht im Wasser. Ich muss es noch ein bisschen weiterspielen. Also bis jetzt finde ich es nett, aber ich würde jetzt noch nicht direkt sagen, boah, es ist mega geil. Dafür muss ich erst ein bisschen weiterspielen. Also ich denke mal die erste Episode auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir versuchen heute die Prequels durchzuspielen oder mindestens halt Episode 1 auf jeden Fall. Deswegen wollen wir mal schauen. Aber ich finde halt, wie gesagt, cool, wie viel... Ach guck mal, ich kann schon vorher klicken, okay. Aber ich finde halt cool, wie viele Anspielungen hier da... Okay, ich muss warten, bis das doch in der Mitte ist. Ich will es für PS5 holen, wenn ich mal einen bekommen sollte. Also mein Bruder hat es sich heute für die PS5 geholt. Ich werde es mir mal angucken, halt, wenn er mal zwischendurch zockt. Also ich muss sagen, es sieht nicht schlecht aus auf der Switch. Du merkst, es ist nicht so eine die beste Grafik und so, aber ich denke mal, wenn man die Alternative hat, würde ich es, glaube ich, eher auf einer anderen Konsole spielen. Beziehungsweise ich hätte ja die Alternative, es auch auf dem PC zu spielen, aber ich bin ja eher jemand, der das halt auf einer Nintendo-Konsole spielt, da kommst du ja auf dem Kanal und sowas. Und ja. Achso, was mich auch stört, das weißt du ja noch gar nicht, ich habe ja die Collector's Edition und hier ist nur ein Steelbook drin. Also es ist auch die Figur bei und so, aber es ist kein Standardhülle drin, was ein bisschen schade war. Ah, naja. Aber dafür haben wir alle DLCs und... Ja, mal sehen, mal sehen. Da ist der Bonko. Los! Guck mal, da steht das im Basic drunter. Ist die Sprache in Star Wars, falls ich frage. Ah, los geht's. Können wir auch selber schwimmen? Und ich glaube, das ist auch das Lego-Set tatsächlich vom Bongo. Die haben sich ja hier sehr stark angestrengt. Das, guck mal, das ist auch ein richtiges Lego-Modell. Also ich muss echt sagen, es ist so viel Detailliebe in diesem Spiel drin. Das ist unglaublich. Besonders, dass halt Dialoge... Also es sind die originalen Dialoge vom Film drin. Nur halt nicht mit der originalen Synchro leider aus Deutsch. Aber im Englischen sind das die Originalstimmen. Und wenn es nicht die... Der sagt, großer Gorbatschisch, Riesenzähne, sagt er im Original. Ich schieß doch. Achso, jetzt geht's. Oh Gott. Diese Kreatur ist uns im Weg. Schieß sie ab, Obi-Wan. Und was wollte ich. Irgendwas wollte ich doch noch sagen. Ach, das ist ein Opi-Killer-Fisch. Ah, Opi, Opi. Das ist ein Minikit gewesen, oder? Tatsache. Es gibt immer einen größeren Fisch. Sag es. Es gibt immer einen größeren Fisch. Da war's. Ach, da waren ein Minikit von 5. Das sind sogar die richtigen Minikits. Interessant. Es sind halt die Original-Zitate aus dem Film mit anderen Sachen. Das ist voll cool. Also ist. Ach, guck mal, ich kann auch mit dem rechten Stick steuern. Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann erst denken wir, sei ein Problem? Das ist schon irgendwie cool gemacht, ne? Sieht auf der Switch besser aus als gedacht. Also bei Endtower meinten die gestern auch, dass das von der Grafik her auch. Auf der Grafik her eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Also es soll auch gar nicht mal
Also wenn du es direkt nebeneinander hältst, ja, aber es soll halt auch generell gar nicht mal so schlecht sein. Deswegen finde ich auch sehr faszinierend eigentlich. Er spielt mit uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. Also gerade macht's echt Bock. Ich finde die Mission gerade cool. Mir gefällt die gerade mega gut. Ist auch sehr abwechslungsreich bis jetzt. Und wie gesagt, ich finde die Grafik bis jetzt auch mega gut gemacht. Also für ein Switch-Spiel finde ich das echt cool. Und ich habe auch schon gehört, das soll das bestaussehendste Switch-Spiel sein auf einer Nintendo-Konsole. Shit. Krieg ich das jetzt nicht mehr? Doch. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Auch ein Kyberkristall haben wir auch noch.